Ja, da ist er jetzt. The one and only Röttger Feldmann. Ich sag nur, Werner, das muss kesseln. Ja, damit bin ich aufgewachsen. Wie sehr steckt sozusagen quasi Werner auch in dir? Also quasi, was bedeutet dir diese Kultfigur auch heute noch im Jahr 2019? Ja, ich arbeite ja immer noch an ihm und das ist eigentlich alles. Das ist eigentlich mein Leben, was ich aufzeichne. Und ich bin eben halt Werner Brösel oder gleichzeitig Werner und Brösel. Also wir sind miteinander verwandt irgendwie. Wie kommt man denn auf so verrückte Ideen? Das Gute ist ja eigentlich, dass er eigentlich alles machen kann, was er will. Und ich muss auf dem Arsch sitzen und die ganze Scheiße zeichnen. Das ist anstrengend. Er hat ein geiles Leben. Aber ich bin der blöde Arsch, der das alles machen muss. Jetzt ist es ja so, ja? Hast du auch einen Kernsatz gegeben, den ich wirklich sehr interessant fand. Ja. Ohne meine Frau Petra wäre ich längst im Knast. Habe ich mal gesagt. Ne? Was ist passiert? Ja, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der Bürokratie hasst und wenn irgendein Schreiben oder irgendeine Scheiße nach Hause kommt, dann kriege ich einen Anfall. Also ich habe noch nie irgendwelche Schreiben beantwortet und ich bin oft schon wegen Lappalien, wegen falsch parken oder sonst was. Das hat sich manchmal so aufgebaut, dass die Bullen mich manchmal wirklich mitgenommen haben und eingesperrt haben. Ich meine, das ist lange her, aber es ist mal passiert. Wie, eingesperrt oder wegen falsch? Ja, das war irgendwie ein Strafzettel wegen, ob das jetzt ein abgefahrener Reifen war oder irgendwas, es war irgendwas. Das hat sich nachher so hoch summiert, weil ich nie drauf geantwortet habe. Und jedes Mal, wenn das Schreiben wiederkommt, dann gibt es doch immer, kriegt man immer mehr aufgebrummt. Und dann kamen die Dorfbullen eines Tages in die Wohngemeinschaft. Ich war alleine, meine Arbeitslosenknete war gerade nicht da. Die hatte ich gerade verbraten und ich hatte keine Kohle im Haus. Und da haben die mich mitgenommen. Und dann saß ich eine Woche im Neumünster im Knast. Verrückt. Ja, verrückt. So ist, so spielt das Leben. Aber ich habe gedacht, lieber eine Woche absitzen. 279 Mark war das, glaube ich, damals. Und das war für mich viel Geld. Und hier krabbelt ein Käfer auf meiner Brille rum. Hallo, kannst du nochmal weggehen? Mann. Hat das denn angehen? Ja, der ist immer noch da. Ja, wo hat Petra denn dich nochmal gerettet? Also weiterhin gerettet? Nein, da war ich noch gar nicht mit Petra zusammen. Aber ich meine, es ist heutzutage so, dass sie die ganze Bürokratie macht, weil ich sie nicht mache. Ich hasse Bürokratie. Ich krieg so einen Hals. Ja. Der Käfer krabbelt, glaube ich, gerade. Nee, als krabbelt es oben drüber. Ja, lass ihn mal. Das ist schon, da geht unters Kopftuch. Ja, die Käfer haben mich eben lieb. Ja. Ja. Was gibt es denn sonst noch so für spannende Geschichten aus deinem Leben, die wir noch nicht kennen? Es gibt ganz viele spannende Geschichten, aber ich meine, ich habe ja ziemlich viel in meinen Büchern verbraten und es passieren ja jeden Tag neue Dinge. Also ich meine, im Moment ist mein Leben ziemlich langweilig, weil ich gerade dabei bin, die ganzen alten Bücher aufzubereiten, wieder digitalisieren und die ganzen Druckvorlagen, die alle verschwunden waren und irgendwo in der Welt verschwunden waren. Wir haben jetzt einen Eigenverlag, meine Frau Petra leitet das alles, sie macht die ganzen bürokratischen Sachen und so. Und ich bin eben halt beschäftigt mit Zeichnen. Ja, hier scheinen viele Käfer rumzulaufen. Mann. Das ist der gleiche, der ist einmal rumgelaufen. Ach so. Okay, jetzt mal ganz kurz gefragt, wie geht es denn jetzt aktuell weiter, 2019, Röttger Feldmann? Haben wir ja schon 2019. Ja, also ja, ich sitze immer noch an meinen Büchern. Ich bin gerade beim sechsten Buch und es erscheint jetzt jeden Monat ein Band. Am 26. des Monats immer ein Werner-Band. Wir haben 12 Werner-Bände in der Backlist und die werden alle jetzt gemacht. Der sechste ist jetzt fertig, jetzt kommt der siebte dran und ich arbeite gerade dran. Jetzt ist es aber so, dass am siebten Band am meisten Arbeit ist, der wird nach hinten verschoben und jetzt kommt erstmal der zwölfte dran. Ich nehme immer die Bände, wo weniger Arbeit dran ist. Wir sind ja nun auch hier unterwegs, also Comic-Con, ich kann nicht zu Hause sitzen und zeichnen oder arbeiten am Computer und meine Bücher aufbereiten. Ich muss hier bei der Comic-Con sein und ein bisschen lustig sein und das mal präsentieren, dass wir überhaupt noch leben. Ja. Ja? Wie lustig ist denn sozusagen jetzt der Röttger Feldmann überhaupt privat? Also gibt es da überhaupt so, ich sag jetzt mal einen Vergleich mit Werner oder ist das eigentlich ein totaler Gegensatz? Ja, je älter man wird, desto mehr wird man zum Meckersack. Man meckert ja über alles. Alte Menschen meckern nur noch. Was alles schlecht ist, was nicht funktioniert. Früher war alles besser, bla bla bla, quack quack quack, scheiß Internet, scheiß dies, scheiß das. Es ist alles komplizierter geworden. Die Menschen legen sich immer mehr Mist aufs Telefon und ich meine, diese ganze Kommunikation, was haben wir heute kommuniziert? Wir haben den ganzen Tag eigentlich nur telefoniert mit irgendwelchen Leuten, um das hier alles zu organisieren. Aber man wird doch blöd dabei und zum Schluss funktioniert doch nicht alles. Ich
habe gestern Abend bei der Buchung hier schon wieder so einen Hals gekriegt. Wieso? Ja, wir waren eigentlich erst für morgen eingecheckt und wir wollten jetzt unser Zimmer haben. Unser Neffe war mit, der soll auf der Messe helfen, der sollte in ein anderes Hotel und all so ein Kram. Und das hat mich, ich habe so einen Hals an der Kasse, da, am Tresen da gehabt. Also, aber natürlich lustig. Also ich sag mal, kannst mal sehen, nichts funktioniert mehr. Irgendein Spack funktioniert nicht und alles kommt durcheinander. Und keiner ist zum Schluss schuld. So funktioniert unser Land doch heutzutage. Wenn du irgendeinen belangen willst, der Schuld hat, da ist keiner da, den du auftreiben kannst. Ist doch in allen Sachen so, oder? Und da kriegst du echt. Ne? Und das ist eigentlich das, was lustig ist und worüber man eigentlich Geschichten machen könnte. Dass nichts mehr funktioniert. Ne? Okay, super. Danke dir. Ja. Bleib mal ganz kurz so sitzen.